Richter des Truppendienstgerichtes ordnet die Impfung als unzumutbares Experiment an. Nachvollziehbar oder Querdenker, Kollege? Das diskutiere ich heute mit Thorsten Schleif. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentier mal hier unten, was du davon hältst. Thorsten, ich grüße dich frisch aus dem Urlaub. Grüß dich. Hi. Die Entscheidung, also der, wir haben auf der einen Seite ja Bundesverfassungsgericht auch gegen uns, wir haben das Bundesverwaltungsgericht, die Impfpflicht der Soldaten bestätigt hat, und jetzt kommt da so ein Einzelrichterkollege eines Truppendienstgerichtes und sagt, nee, also gegenüber einem Soldaten die Impfpflicht, die ist nicht durchsetzbar, den Befehl braucht er nicht einhalten. Wie ordnest du das ein? Ja, der hat natürlich auf einer ganz anderen, neueren Tatsachengrundlage offensichtlich entschieden. Das hat ja auch das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung ausdrücklich gesagt, dass bitte auch in den nachgeordneten Gerichten, je jünger die Entscheidungen werden, auch wieder darauf zu achten ist, wie ist da die wissenschaftliche Grundlage, ist die überhaupt noch haltbar, ist noch das, was das Verfassungsgericht und das Verwaltungsgericht bei seiner Entscheidung als Grundlage gesetzt hat, überhaupt noch belastbar, oder muss man da vielleicht sogar anders entscheiden? Er hat ja vor allen Dingen auch die unklaren Impfnebenwirkungen abgestellt. Wie siehst du das? Reicht das aus, so ein Ding zu kippen jetzt? Er hat ja vor allen Dingen, das muss man sich klar machen, er hat ja in einem einstweiligen Verfahren entschieden. Das war keine Hauptsacheentscheidung. Und da musste er eben abwägen, was spricht auf der einen Seite dafür, dieses Disziplinarverfahren, dieses Bußgeld, was der Soldat hätte zahlen müssen, eben momentan noch zurückzustellen, oder eben zu sagen, geht das tatsächlich die momentane Impfung vor, obwohl ich vielleicht Impfnebenwirkungen habe, deren Ausgang ich noch nicht abklären kann. Und er hat es offensichtlich dem Hauptverfahren vorbehalten, was grundsätzlich auch zulässig ist. Darf der denn überhaupt so entscheiden, nachdem es eine verfassungsgerichtliche Entscheidung gibt und auch eine des Bundesverwaltungsgerichtes? Soweit ich weiß, lag ja die Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht auch noch gar nicht vor, als der vom Truppendienstgericht der Kollege seine Entscheidung getroffen hat. Das heißt also, diese Entscheidungsgründe konnte er noch gar nicht komplett berücksichtigen. Und dann hat er sich an das gehalten, was aus der Pressemeldung so hervorging, nämlich beachte bitte immer die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und wenn er die beachtet hat und seiner Meinung nach daraufhin gestützt sagen konnte, nee, das ist so wichtig, dass ich jedenfalls bis zur Hauptsache das im Rahmen des einstweiligen Verfahrens aussetze, dann ist dem nichts zu widersetzen. In der juristischen Bildzeitung, in der LTO, ist der Kollege als Querdenker bezeichnet oder beschimpft worden. Haben die recht? Ich fand den Artikel in der LTO sehr, sehr feindselig von seiner Grundhaltung her. Meiner Meinung nach unnötig feindselig. Ich habe da mal geguckt, wer den geschrieben hat. Und wenn man sich da mal den Link, den die LTO selber angibt, anschaut, das ist wohl ein Anwalt, der nebenbei auch als Reserveoffizier für das Bundesministerium der Verteidigung regelmäßig eingesetzt wird. Möglicherweise war er da etwas befangen. Wer weiß. Wir behalten es im Auge. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir sind gespannt auf das Hauptsacheverfahren. Dann sprechen wir uns hier wieder und wir sehen uns wie immer vor Gericht.